sind hier auf dem Memmiger Flughafen, kurz vor dem Abflug nach Schottland. Wir treffen dort die schottische Tourismusministerin und wir sprechen dort mit einer Reihe von Firmen, um einfach die Handelskontakte Bayern-Schottland zu vertiefen, um die Stimmung auszuloten, um zu sehen, ob dort die Stimmung gegen den Brexit ja weiterhin zunimmt, was wir hoffen. Wir wollen ja, dass die Briten in der EU bleiben. Die Schotten haben mit 2/3 gegen den Brexit gestimmt und ich hoffe, dass wir die Handelskontakte Bayern und Schottland vertiefen können. Wir hatten hier jetzt gerade in Edinburgh mit der schottischen Ministerin Hislop ein Gespräch zum Thema des Tourismus. Schottland ist ja ein sehr wichtiges Tourismusland. Zunehmend kommen auch Deutsche nach Schottland, schauen sich hier die wunderschöne Landschaft an. Natürlich war auch ein sehr wichtiges Thema, ja, die Thematik um den Brexit. Sie sagt, die Situation ist eben sehr verfahren, Labour und Konservative teilweise tief gespalten. Die konservative Partei fürchtet hier auch um ihre Zukunft und dergleichen, das weiß man ja mittlerweile. Und trotzdem ist eben die große Hoffnung der Schotten, dass es nicht zum Brexit kommt, aber es wird mehr als schwierig sein. Aktuelle Umfragen sagen, dass eine Mehrheit der Briten insgesamt gesehen mittlerweile für einen Verbleib in der EU wären. Ein aktuelles Referendum würde also hier wahrscheinlich eine Mehrheit für den Verbleib bringen. Die Schotten sind natürlich ja große Europäer und sehen hier in einem Austritt eine große Gefahr. Ich hoffe, ja, dass wir mit dem schottischen Volk hier zusammenfinden, dass auch die Briten umdenken und dass wir am Ende ja den Brexit vermeiden können. Hier sind wir vor einer Hydrogenanlage, im Hintergrund ein Windrad mit 750 kW Leistung. Das betreibt hier diese Wasserstoffanlage. Hier werden Wasserstoffflaschen gefüllt. Hier wird auch Wasserstoff dann zwischengelagert und Strom erzeugt. Also eine sehr sinnvolle Anlage zum Speichern erneuerbarer Energien. Könnte für viele Einsatzzwecke auch in Bayern, auch in Deutschland ein Vorbild sein. Wir wurden hier sehr gut informiert. Es wurde uns die ganze Anlage gezeigt. Und ich muss sagen, Respekt, die trauen sich. Das funktioniert hier, die packen an. Wir reden, die handeln. Das müssen wir nachmachen. Wir sind hier in Glasgow bei der Firma Squared Lasers, eine sehr interessante Firma, wo viele Start-up-Leute dabei sind, wo man quasi mit Lasertechnik unterwegs ist, wo man an der Quantencomputertechnik arbeitet. Der Quantencomputer ist sehr, sehr interessant, denn er verspricht, dass er sicherlich für einige Anwendungen klassische Computer sehr, sehr schnell in Bezug auf die Rechenleistung überholen kann. Und das kann viele neue Applikationen eröffnen im Bereich wie der Modellierung für den Medizinbereich, aber auch in der Modellierung von Finanzmärkten und vielen anderen technischen Problemen. Wir sind sehr, sehr stark daran interessiert, auch unsere deutschen Niederlassung weit auszubauen und dort sehr, sehr viel mehr zu machen. Und gerade der Bereich München ist dort sehr, sehr interessant für uns. Wir sind hier vor dem schottischen Parlament und wir haben gerade eine Parlamentsführung mitmachen dürfen. Ich bin sehr beeindruckt. Es ist ein moderner Baustil, aber er hat was. Es ist viel Sichtbeton und auf der anderen Seite soll es auch Segel von Schiffen darstellen. Also ein sehr aufwendiger Baustil, sehr modern. Trotzdem innen auch eine gewisse Historie. Die Tische sind irgendwo wieder historisch wirkend. Also sehr gelungen, sehr gewagt und man fühlt sich hier wohl. Ich habe mich auch ins Goldene Buch eintragen dürfen des Parlaments und ich habe reingeschrieben, dem schottischen Volk eine glückliche Zukunft. Und ich hoffe, das möge so eintreten und das möge so bleiben.